Hallo Welt, heute ist der 1. August 2020, ein Samstag. Auch heute bin ich hier wieder auf der Baustelle, um einige Kleinigkeiten zu erledigen. Ich stehe hier schön in der zukünftigen Garageneinfahrt oder so ein bisschen daneben. Aber man kann halt, und das darauf will ich hinaus, man kann sich jetzt hier frei bewegen. Hier wurde dieser Bereich wurde eben schon verdichtet. Und man kann jetzt hier wirklich, zum Teil könnte man sogar hier mit dem Auto reinfahren. Und das ist durchaus positiv nach wie vor. Neben mir befindet sich hier ein Erdhaufen. Keine Ahnung, was wir mit dem Material nachher machen. Müssen wir mal sehen, wo man das dann verschütten oder so kann. Jedenfalls ist ein Großteil des Hauses eben jetzt schon der Baugrube um das Haus herum eben verschüttet, verdichtet. Man kann es ja hier sehen. Man kann jetzt hier wirklich zu allen bodentiefen Fenstern hinein. An den Ecken schauen jetzt hier nur noch solche Stückchen von der Regenrinne oder des Entwässerungssystems sowie halt für den äußeren Blitzschutz heraus. Auch hier ums Eck herum ist eben ein Großteil hier schon verdichtet. Hier in dem Bereich, da geht es ein bisschen herunter, weil es halt da die Kellerfenster gibt. Oder da gibt es halt Fenster im Kellerbereich. Da muss man mal sehen, wie man das jetzt hier, diesen Hang, irgendwie nachher gestaltet. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Das ist noch nicht zu Ende gedacht. Aber dafür warten wir jetzt erstmal, bis das Haus steht, bis die Garage hier steht. Und dann kann man sich das überlegen, wie man das am sinnvollsten und am schickesten löst. Auch hier, wenn ich um diese Ecke des Hauses herumgehe, da ist halt jetzt der eigentliche Eingangsbereich. Also hier ist ein Küchenfenster und hier wäre halt die eigentliche Haustür. Und auch hier kann man jetzt eben schön zum Haus hineingelangen mittlerweile. Das ist jetzt hier nur noch eine ein bisschen höhere Stufe. Beim letzten Mal war das ja hier noch nicht so verdichtet, das war ein bisschen schwieriger. Hier befindet sich ein Entwässerungsrohr auch für das Vordach. Deswegen wurde hier wahrscheinlich so ein Holzbrett eingearbeitet, damit man das halt irgendwie wiederfinden kann oder überhaupt damit rechnet, dass es da etwas gibt. Und auch hier ums Hauseck herum, das ist halt jetzt eben die andere Seite, wird es wieder ein bisschen tiefer. Hier gibt es halt diese zwei Fenster und auch hier muss man sich außenanlagentechnisch dann noch was überlegen. Das ist ja doch das dürfen gute 2 Meter sein, die man hier halt überbrücken muss. Insofern wird man da jetzt auch keine ganz hohen L-Steine setzen können oder muss das vielleicht mehrstufig machen. Das müssen wir uns, wie gesagt, noch überlegen. Auch im Innenbereich hat sich in den letzten beiden Tagen hier noch ein bisschen was getan. Und auch das zeige ich euch noch schnell. Und dann mache ich mich drauf und drüber hier eben im Innenbereich bezüglich der Rohinstallation, der Elektroinstallation hier weitere Arbeiten durchzuführen. Ich befinde mich jetzt hier im Erdgeschoss. Das ist ja die zukünftige Küche hier in dieser Ecke. Da hinten in der Ecke, das wird halt so dieser Esszimmerbereich und ums Eck herum gibt es das Wohnzimmer. Es gibt hier in diesem Geschoss eben 5 bodentiefe, recht große Fenster, die hier eine Menge Licht hereinlassen. Und hier im Erdgeschoss ist jetzt nicht viel passiert, aber das letzte Mal war zumindest das hier noch eingeschaltet. Das ist hier so eine Stahlbetonstütze, die halt statisch mit einem Überzug, der sich über uns befindet, hier diese große Decke halt statisch abfängt. Man kann das sehen, hier befindet sich noch dieses rote Holzbrett, auch das wird zukünftig sicherlich entfernt werden, sobald man die Balken hier entfernt. Aber zumindest dieser Pfeiler hier, diese Stütze, die steht jetzt eben frei. Man kann auch sehen, hier rote Porotonsteine und das ist halt Beton. Nachher wird das natürlich alles verputzt, dann ist das jetzt hier kein Problem mehr. Oder dann sieht man den Unterschied halt nicht mehr, aber aktuell fällt das doch auf. Man kann auch sehen, hier ist von der Schalung, von diesem Holzbrett, irgendwie nicht alles runtergegangen, also diese oberste Schicht, da scheint mir ein bisschen Holz mit dabei zu sein. Aber ja, das kann man entweder hier herunterkratzen, rauspopeln oder halt einfach überputzen. Das sollte jetzt nicht weiter ins Gewicht fallen. Hier im Obergeschoss ist jetzt bautechnisch nicht allzu viel passiert. Also man kann sehen, das Material steht halt hier noch herum. Es wurde noch mehr Material und vor allem mehr Werkzeug hier hochverfrachtet. Beim letzten Mal waren es ja, glaube ich, 4 Paletten gewesen, die hier herumstanden. Die Steine wurden noch nicht verarbeitet. Also man kann sehen, die Außenwände sind hier noch nicht mal angedeutet oder so. Das ist, wie gesagt, hier noch verpackt und steht halt herum. Was sich hier oben halt getan hat, ist die Schalung bzw. Betonierung des Überzugs. Man kann das ja hier sehen, das wurde hier eingeschaltet. Ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich auch die Schalung aus dem Erdgeschoss ist für diese Stütze, die da eben betoniert worden ist. Die hat man mittlerweile hier oben aufgebaut. Das ist auch sehr ähnlich konstruiert. Also es gibt halt hier diese Art Gewindestangen, die das zusammenhalten, diese zwei Hälften sozusagen. Das ist halt hier, man kann es ja sehen, links und rechts eben eingeschaltet. Dazwischen wird es halt eingespannt mit dieser Konstruktion hier. Und ja, ansonsten, hier ist es scheinbar nochmal abgestützt zu den Paletten hin, um das irgendwie gerade auszurichten. Und innen drin
befindet sich halt Beton. Das war ja zuvor, da waren da eben so Stahlkäfige eingearbeitet worden. Das ist halt der Überzug selbst, der wurde jetzt betoniert. Und auf diese Mauer, sobald man das dann ausgepackt hat, kann man dann halt die einzelnen Steine setzen und hier die Mauer setzen. Also es wird so sein, dass es hier links eben eine Tür gibt und ein Zimmer. Das wird ein Kinderzimmer hier werden. Und genauso auf der anderen Seite, auch hier wird es halt eine Tür geben. Und auch das wird hier ein Kinderzimmer werden. Darüber hinaus ist jetzt hier gestern nichts Nennenswertes mehr passiert. Jetzt kann halt in der nächsten Woche ab Montag dann mit dem Obergeschoss weitergemacht werden. Es muss ja auch noch ein Gerüst aufgebaut werden, um wirklich die volle Höhe hier mauern zu können und zu dürfen aus sicherheitstechnischer Sicht, um eben die Absturzsicherheit gewährleisten zu können. Und dann geht es hier eben, wie auch schon im Erdgeschoss, mit der Mauerung der Außenmauern und der Innenwände und so weiter eben weiter. Dann fehlt noch eben eine Geschossdecke, das Dachgeschoss. Und dann ist dieses Haus robotechnisch, gut, das Dach muss natürlich noch drauf, aber von den Mauerarbeiten wäre man dann schon fertig hier mit dem. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen hier, wie gesagt, die Elektroinstallation vorbereiten, weiter daran arbeiten, die Leerrohre hier in dem Bereich einkürzen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!